Ahoi und willkommen zurück, ich bin's wieder, euer Gaming Priest. Gestern, am 17.01.2021, wurde der letzte Patch für Enderal veröffentlicht. Wir haben jetzt also im Jahr 2021, fast 5 Jahre nach Release der Total Conversion, die endgültige Version des Spiels erreicht. Ich persönlich werde da sogar ein bisschen wehmütig, denn ich habe schon ab Tag 1, nachdem Enderal im Jahr 2012 angekündigt wurde, als Super-Fanboy alles zu diesem Spiel verfolgt. Interviews mit den Entwicklern, die Devblogs, Screenshots, Outtakes der Synchronsprecher und natürlich der 10-teilige Schlechter von Ark, der als Buchteaser veröffentlicht wurde. Und dann am 3. Juli 2016 war es dann soweit. Endlich wurde Enderal released. Innerhalb einer Woche habe ich das Spiel von vorne bis hinten durchgezockt und nach dem Ende hatte ich dann sogar eine ziemliche Sinnkrise. Generell hat Enderal mich während dieser Woche und auch danach sehr viel zum Nachdenken gebracht und ich schätze mal, euch ging es genauso. Mit der Zeit wurden dann immer mehr coole Sachen hinzugefügt und das Spiel wurde immer besser. Was ist aber seit Release alles in den 5 Jahren passiert? Ich erinnere mich noch an die Day-One-Version des Spiels, wo die brüchige Wand in Alcharat einen permanenten Loop mit "Die Wand ist brüchig" Nachricht hatte. Alcharat selber hatte noch eine kleine Mini-Story, die wegen Unvollständigkeit aber wieder rausgenommen wurde. Das Rattenfänger-Set sah komplett anders aus. Man konnte unendlich Wissenspunkte beim Pater ergaunern. Und das Haus des alten Mannes führte immer zum Absturz des Spiels und Talgard war praktisch eine Wüste, wo man nichts machen konnte, als starke Gegner zu finden und die Ruinen erkunden, wo es praktisch aber auch nichts gab. Seitdem kam aber einiges Neues dazu, wie etwa eine hochwertige Papierweltkarte, Synergien und Affinitäten zwischen den Klassen, dynamisch animierte Myradenflüge, ungefähr 1 Milliarde Bugfixes und nicht zuletzt der supergroße DLC Forgotten Stories, der 2019 zusammen mit dem Hauptspiel auf Steam erschienen ist. Ich durfte hier sogar als Beta-Tester am Lykanthropen rumfeilen und dann sogar den Dev-Blog für Shore.ai erstellen. Für mich war das ein krasser Meilenstein und ihr könnt euch sicher vorstellen, was für eine Ehre das für mich als Fanboy war. Enderal ist in diesen 5 Jahren ziemlich weit gekommen und die Vorstellung, dass es jetzt in der finalen Fassung ist, ist irgendwie schade. Aber Nerim ist nach 10 Jahren immer noch eines der besten Spiele, die ich kenne und Enderal wird sich dort auf Platz 1 für mich anschließen. Aber nicht alles ist unbedingt traurig daran, denn die Vin-Saga geht weiter. Der Roman Träume eines sterbenden Gottes ist als Hardcover verfügbar. Es gibt einen Merch-Shop, wo man die Weltkarten und auch Bekleidung kaufen kann. Und Shore.ai arbeitet an einem neuen kommerziellen Spiel, das wahrscheinlich noch dieses Jahr angekündigt wird. Und wer weiß, vielleicht schauen wir uns das ja auch zusammen auf diesem Kanal an. Ob es irgendwie mit Enderal oder generell Vin zu tun hat, bezweifle ich eher, aber wir können uns ja mal überraschen lassen. Ich bin jedenfalls ziemlich gespannt, was da noch auf uns zukommt und bis dahin wird es natürlich weiterhin Enderal auf diesem Kanal geben. Tendenziell bin ich auch für andere Spieletitel offen, aber bisher hat mich noch nichts so sehr überzeugt wie Enderal und irgendwie möchte ich da gerne richtig hinterstehen. Wenn ihr auch gespannt seid, was sich da in der nächsten Zeit tun wird, könnt ihr ja gerne den Kanal abonnieren, um da nichts zu verpassen. Bis dahin kann ich aber nur sagen, vielen Dank an Shore.ai für diese unglaubliche Reise und wenn ihr nochmal Lust auf Fanboy-PR habt, dann bin ich gerne dabei. Auf die nächsten 5 Jahre.